Benvenuti al nostro incontro e mensile e dedicato ai dialoghi e del circolo, in modalità e virtuale che il Circolo Svizzero e la Società Svizzera organizzano una volta al mese e che sono registrati ed archiviati anche per poter prenderne visione sul canale YouTube del Circolo Svizzero. Apro con la notizia dell'avvenuta scomparsa lo scorso martedì della moglie del nostro compianto socio Rolf Wirth. Ricordiamo ancora Rolf per la sua grande disponibilità a favore del circolo. Ci aveva messo a disposizione spazi dell'Hotel Victoria dove abbiamo sviluppato e portato avanti diverse nostre attività, tra cui appunto i dialoghi del mercoledì del circolo, nati proprio nella sala El Borghese. Lo ricordiamo per la sua sensibilità e disponibilità, oltre che per la passione che lo ha distinto nei confronti di tutta la comunità. Questo mese tratteremo l'argomento voto elettronico, passato, presente e futuro. Il voto è un diritto-dovere, lo precisa anche il cancelliere della Confederazione Walter Kummer sul sito istituzionale della Confederazione. Il Consiglio federale si impegna fermamente a favore dei diritti politici e dell'adeguamento al XXI secolo delle condizioni di partecipazione alla democrazia. In Svizzera, Confederazione e Cantoni sperimentano il voto elettronico da oltre 15 anni. Finora ci sono state, con buoni e risultati, più di 300 prove. Il Consiglio federale lancia la riorganizzazione della fase sperimentale. I cantoni dovranno poter di nuovo effettuare prove limitate di voto elettronico, impiegando sistemi completamente verificabili. È questo l'obiettivo che persegue il Consiglio federale, che con la sua decisione del 18 dicembre scorso riorganizza la fase sperimentale. La sicurezza del voto elettronico sarà garantita da norme più precise, prescrizioni più severe in materia di trasparenza, una collaborazione più stretta con esperti indipendenti e da una verifica efficace effettuata su mandato della Confederazione. L'adeguamento delle basi giuridiche sarà posto a consultazione nel corso del 2021. Prima di lasciare la parola al nostro console Marinella e Menghetti per una breve presentazione di introduzione dei relatori, che ringrazio a nome della comunità svizzera di lingua italiana per aver accettato il nostro invito, vi ricordo che potranno essere formulate domande anche durante l'incontro scrivendole direttamente sulla chat del portale. Lascio ora la parola al console presso l'ambasciata svizzera di Roma e Marinella e Menghetti, che introdurrà i relatori. Grazie mille presidente Trebbi. Allora, innanzitutto io ringrazio sia te che tutta la squadra per l'organizzazione di questo evento. Come abbiamo avuto buon modo già l'altra volta il mese scorso, trovo che siano degli eventi molto molto importanti. In modo particolare questo mese, quando ci siamo sentiti per l'organizzazione di questo evento, l'ho trovato il tema molto molto importante, hai già introdotto tu quello del voto elettronico, perché va un po' anche in linea, innanzitutto quello di trovare delle sinergie, di trovare dei punti di incontro e di collaborazione con la comunità, con i circoli svizzeri in Italia. E anche va anche un po' in sintonia su quello, e va anche un po' sul il nostro obiettivo, in uno degli obiettivi che abbiamo come tema appunto all'ambasciata. Voi sapete che noi abbiamo tutta una serie di attività all'ambasciata, in particolar modo chiaramente al consolato ci occupiamo dei servizi alla comunità svizzera. Però un aspetto importante, cerchiamo sempre di migliorarci in tutto quello che facciamo e con i colleghi, con la squadra del consolato, vogliamo sempre anche migliorare l'aspetto della comunicazione.
Attualmente siamo tutti un po' sommersi da tutte queste comunicazioni che ci giungono, poi è sempre anche molto difficile capire quali siano quelle corrette, quali siano quelle a cui credere, eccetera, eccetera. E quindi stiamo veramente facendo un lavoro molto, molto certosino di analisi interna, anche per capire cosa potrebbe essere, quali potrebbero essere le informazioni pertinenti per la comunità, delle informazioni mirate che non solo aiutano il cittadino, diciamo, nell'ambito per essere più informato su determinati argomenti, anche sui servizi, sulle modalità di servizi, ma soprattutto anche quello per noi come prestatore di servizio, anche quello di andare ad ottimizzare il nostro servizio e di cercare di diminuire magari anche quelle richieste che sono sempre le stesse. Quindi, con questa informazione mirata, credo un po' il nostro obiettivo. Chi segue le nostre attività, soprattutto da 2 o 3 anni a questa parte, avrà visto anche che ci concentriamo veramente su anche su delle nostre newsletter. Le newsletter consolari non ne facciamo molte, però andiamo a prendere quelle tematiche che ci sembrano più opportune. Negli ultimi mesi abbiamo fatto, per esempio, queste comunicazioni riguardo nell'ambito dell'emergenza Covid, dell'entrata in Svizzera, quindi tutte queste restrizioni, e crediamo che con questo apportiamo quel valore aggiunto ai nostri servizi. E per esempio per la comunità a Malta abbiamo anche fatto una comunicazione riguardo la campagna vaccinale offerta anche ai cittadini stranieri a Malta. Questo solo per fare 2 esempi. Quindi questa sera sono molto soddisfatta che siamo riusciti ad organizzare questa informazione sul voto elettronico. Io vorrei forse dare, non voglio dilungarmi troppo su questa mia introduzione, però vorrei dare magari alcune informazioni che possono essere interessanti per quanto concerne le attività, il nostro consolato. Voi sapete che abbiamo 18.000 iscritti. Il nostro consolato di Roma, che copre poi tutte le regioni centro-sud, San Marino, Malta, come dicevo prima, e ci occupiamo anche del Vaticano, del corpo delle guardie svizzere. Su 18.000 iscritti, 83% hanno più di 18 anni, quindi hanno anche l'opportunità di votare, e di questo 83%, quasi la metà, sono sul 48%, sono iscritti in un catalogo elettorale in Svizzera. Quindi è un peso, anche se questa sera non vogliamo dare una connotazione politica, comunque sono diverse persone che hanno che fruiscono di questo diritto, che non è scontato, soprattutto per le comunità estere, comunità, per esempio nel nostro caso Svizzera all'estero, certi paesi non concedono questo diritto ai loro cittadini all'estero. Un altro dato, forse, un altro dato interessante è anche che in Vaticano quasi il 100% fruisce di questo diritto di voto. Un altro forse dato anche interessante che oggi ho trovato ho trovato relativamente interessante è il fatto, diciamo, dei primi 3 cantoni dove i nostri cittadini e anche noi, perché anch'io ci sto, sono dentro appunto in questo, faccio parte di questo, abbiamo più di 1.000 iscritti che sono registrati nel Canton Zurigo. Al secondo posto abbiamo il Ticino, al terzo posto abbiamo Berna, che quindi sono i cantoni dove abbiamo più cittadini iscritti nel nostro catalogo elettorale. Bene, questa era solo un po' un'introduzione che volevo fare. Siamo tutti chiaramente molto curiosi di sentire i nostri relatori. Adesso, io non so se il secondo relatore è presente, spero di sì, altrimenti vedremo come fare. Però credo che la relatrice per eccellenza, che ho il piacere di introdurre, è la signora Miriam Hostetler,
che lavora alla Cancelleria federale ed è responsabile del progetto proprio del voto elettronico in modo particolare, che ci darà tutte le specificità, appunto il progetto del passato, presente e futuro. Io ci tengo a ringraziare la signora Hostetler e il signor Malizia, che speriamo che, adesso non so se sia collegato, però il signor Malizia lavora al Dipartimento degli Affari Esteri, alla Direzione Consolare, e lui è il responsabile per le relazioni con le comunità svizzere all'estero. È da poco che è arrivato a Berna, perché precedentemente lavorava presso la nostra ambasciata in Marocco. Io spero che anche lui sia presente, che così ci può dare anche una visione di quello che è la visione, appunto, della Direzione Consolare in questo ambito. Quindi io ringrazio ancora tutti, passo la parola alla signora Hostetler, che ci farà la presentazione. Grazie mille. Grazie. Ich werde versuchen, mein Bildschirm zu teilen. Ich hoffe, das funktioniert. Allora, buonasera a tutti anche da me. E grazie mille per l'invito. Mi chiamo Miriam Hostetler, sono capo progetto voto elettronico alla Cancelleria federale, che è responsabile dell'introduzione a livello federale. Vi prego di scusarmi se ora passo al tedesco. Ho imparato l'italiano a scuola, ma è stato molto tempo fa. Ma le diapositive sono in italiano e in caso di problemi di traduzione saremo certamente supportati dai nostri colleghi bilingue. Herzlichen Dank auch an Herrn Treppi für die Organisation und die Einladung zu diesem Treffen, das uns trotz der Corona-Pandemie erlaubt, uns hier an diesem Abend zum Thema E-Voting auszutauschen. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf, und ich möchte Ihnen gerne aus Sicht des Bundes den aktuellen Projektstand zur Einführung von E-Voting aufzuzeigen. Ich habe mein Referat in drei Teile gegliedert. Ich hoffe, Sie sehen die Folien, und wenn nicht, müssen Sie sofort intervenieren. Ich würde erstens zu den Herausforderungen ganz allgemein bei der Digitalisierung der politischen Rechte sprechen, zweitens zum aktuellen Projektstand und drittens zu den nächsten Schritten, wie geht es weiter bei der Einführung der elektronischen Stimmabgabe. Zuerst zur Digitalisierung der politischen Rechte im Allgemeinen, eben welche Möglichkeiten bringt die digitale Transformation überhaupt mit sich. Sie eröffnet neue Möglichkeiten für die Partizipation und die Kommunikation. Sie kann den Zugang zu Leistungen erleichtern. Sie kann auch die Transparenz gegenüber den Benutzern erhöhen, und sie kann ganz allgemein eben Chancen eröffnen, wie zum Beispiel die Qualitätsverbesserung in den Prozessen, die Effizienz erhöhen, und auch ermöglicht sie, sich an die Bedürfnisse der künftigen Generationen anzupassen. Klar ist aber auch, dass die digitale Transformation neue Risiken mit sich bringt, zum Beispiel im Bereich des Datenschutzes. Jetzt in der Thematik von E-Voting speziell das Stimmgeheimnis. Die Risiken können auch im Bereich der Überwachung liegen, der Cyberkriminalität. Insgesamt erhöhen sich die Manipulationsmöglichkeiten. All das gilt es natürlich im Hinterkopf zu berücksichtigen, wenn man über die Einführung von E-Voting spricht. Ein weiterer Punkt ist die Charakteristika der Demokratie in der Schweiz, den es bei der Digitalisierung der politischen Rechte zu berücksichtigen gilt. Wir haben einerseits die staatliche Organisation, der Bund, die 26 Kantone, die über 2000 Gemeinden. Die politischen Rechte bestehen auf allen diesen Ebenen.
wobei der Bund die Ausübung der politischen Rechte für die eidgenössischen Angelegenheiten regelt, während sie die Kantone für die kantonalen und kommunalen Angelegenheiten regelt. Das bedeutet, dass der Bund die Daten für die eidgenössischen Urnengänge festlegt, dass er die Abstimmungsvorlagen festlegt und die Kantone dann zuständig sind für die Organisation des Urnengangs und auch für die Durchführung letztlich. Andererseits kennen wir in der Schweiz die verschiedenen Mitwirkungsmöglichkeiten. Wir können abstimmen, wählen, Unterschriften sammeln für Volksinitiativen und Referenden. Das ist also dieser Bottom-up-Ansatz, der die Grundidee der direkten Demokratie ist. Jetzt die Komplexität eben im Bereich der politischen Rechte liegt im Prinzip in der Kombination aller dieser Faktoren. Wir haben die Partizipationsmöglichkeiten, die sich verdreifachen aufgrund der föderalistischen Struktur. Und dieser Kontext muss ganz allgemein bei der Digitalisierung der politischen Rechte und natürlich insbesondere im Projekt Vote Electronic berücksichtigt werden. Jetzt, was verstehen wir überhaupt unter E-Voting? Ich denke, es ist wichtig, das etwas einzubetten. Es gibt beispielsweise in den USA werden Wahlmaschinen eingesetzt in Wahllokalen. Das ist beispielsweise in der Schweiz jetzt nicht der Fall. Wir verstehen, wenn wir über E-Voting sprechen, effektiv die Stimmabgabe über das Internet. Eigentlich im Prinzip sprechen wir von der Digitalisierung der brieflichen Stimmabgabe. Ich denke, Sie haben vielleicht schon konkret Erfahrungen gemacht, jetzt beispielsweise im Gegensatz zu mir. Ich bin im Kanton Bern stimmberechtigt, bin nicht im Ausland wohnhaft und hatte daher noch gar nicht die Möglichkeit, effektiv elektronisch abzustimmen. Aber wenn Sie schon elektronisch abstimmen konnten, dann haben Sie festgestellt, dass die Zustellung des Stimmmaterials weiterhin auf Papier erfolgt. Das ist so und wird auch mittelfristig so bleiben. Das hat Sicherheitsgründe. Das bedeutet, dass die Zustellung des Materials über einen nicht elektronischen Kanal erfolgt und damit viele Sicherheitsprobleme quasi löst. Eben Digitalisierung der brieflichen Stimmabgabe, das heißt, es ist ein dritter zusätzlicher Stimmkanal. Es löst keinen bestehenden Kanal ab. Der Zugang soll so einfach wie möglich sein. Notfallszenarien müssen selbstverständlich ebenfalls existieren, beispielsweise indem man immer noch brieflich abstimmen kann, wenn die Technik dann am Tag X, wo man sie nutzen möchte, versagen würde. Eben insgesamt, glaube ich, möchte man hier den Gewohnheiten begegnen, die sich verändern im digitalen Zeitalter. Man möchte diese Chancen nutzen und man möchte, dass Abstimmen und Wählen so mobil und nachvollziehbar ist wie möglich. Jetzt, warum braucht man überhaupt diesen dritten Stimmkanal? Ja, das ist eine Frage, die in der Schweiz häufig gestellt wird. Immerhin kostet die Einführung dieses zusätzlichen Stimmkanals in erster Linie die Kantone viel Geld. Vorab, glaube ich, zeigen die Zahlen aus den vergangenen Urnengängen, an denen E-Voting bereits eingesetzt wurde, und auch aus Umfragen, die zeigen immer wieder, dass die Stimmberechtigten sich diese Möglichkeit wünschen. Weiter erwartet man von der elektronischen Stimmabgabe, dass die Stimmberechtigten durch den Prozess geführt werden. Das kann sehr hilfreich sein, wenn man Erklärungen am richtigen Ort einblenden kann, möglicherweise nicht so relevant bei Abstimmungen, aber wenn sie sich Wahlen vor Augen führen, dann gibt es doch dort viele Dinge, für die man dankbar ist, wenn dann entsprechend eine Erklärung angezeigt wird. Und ich glaube, der wichtigste Punkt dabei ist, dass keine ungültigen Stimmen abgegeben werden können. Also
wenn zum Beispiel Antworten unleserlich sind oder eine Unterschrift auf dem Stimmrechtsausweis fehlt, ein Stimmzettel ungültig ausgefüllt ist, dann sind das alles Dinge, die eben zum Beispiel im Fall von Wahlen doch häufiger vorkommen, als man denkt. Ein weiterer Punkt ist die Resultateermittlung, die soll rasch und präzise möglich sein durch die elektronische Stimmabgabe. Und ich denke, ganz allgemein soll E-Voting für alle Stimmberechtigten Vorteile bringen, aber insbesondere natürlich für Sie, die im Ausland leben, aber auch für Menschen mit Behinderungen. Wir sprechen hier davon eben, dass Stimmen rechtzeitig abgegeben werden können, aber dass sie auch autonom unter Wahrung des Stimmgeheimnisses abgegeben werden können, zum Beispiel für Menschen mit Sehbehinderungen. Jetzt, wie sieht die Strategie des Bundes aus bei der Einführung der elektronischen Stimmabgabe? Klar ist, eben die Kantone entscheiden, ob, wann und mit welchem System sie E-Voting einführen. Sie sind eben verantwortlich für die Durchführung der Urnengänge. Das macht nicht der Bund selbst. Der Bund ist Regulierungs- und Zulassungsbehörde. Das heißt, er definiert den Rahmen quasi, nachdem Versuche durchgeführt werden können, sprich die Sicherheitsanforderungen, und er bewilligt dann die Versuche respektive quasi die Systeme, die dann zugelassen werden, wenn sie eben diese Sicherheitskriterien erfüllen. Der Bund verfolgt eine Transparenzstrategie, das heißt, die Systeme müssen transparent konzipiert sein. Keine Security by Obscurity. Die Experten werden in diese Arbeiten integriert. Die Qualitätssicherung muss erfolgen und auch die Information dann letztlich an die Öffentlichkeit, an die Stimmberechtigten, ist ein wichtiger Aspekt. Der letzte Punkt, die Stimmbeteiligung wird als sehr wichtig erachtet. Der Zugang soll daher auch möglichst einfach sein für alle Stimmberechtigten. Wir gehen jedoch nicht davon aus, dass die Stimmbeteiligung sich jetzt nur dadurch, dass ein dritter Stimmkanal existiert, erhöhen wird, aber sie soll langfristig gehalten werden können. Das kurz zur Strategie des Bundes. Jetzt, wie sehen die aktuellen bundesrechtlichen Sicherheitsanforderungen aus? Das ist quasi die Hürde, die vom Systemanbieter und vom Kanton übersprungen werden muss, wenn er dann erfolgreich E-Voting seinen Stimmberechtigten anbieten will. Ich glaube, die Hauptherausforderung jetzt eben auf technischer Ebene bei E-Voting liegt darin, dass man gleichzeitig den gesamten Prozess nachvollziehbar machen möchte, dass man aber auch das Stimmgeheimnis zu wahren hat. Und dazu, um quasi dieses Ding der Unmöglichkeit vollziehen zu können, gibt es diese kryptografischen Verfahren, die eingesetzt werden müssen. Also kurz kann man sagen, die Behörden müssen wissen, wer abgestimmt hat, aber sie müssen nicht wissen, wie diese Personen abgestimmt haben. Und dazu werden verschlüsselte Stimmen in das System geschickt, und die werden dann vor der Entschlüsselung wird die Stimme von der Identität getrennt und so kryptografisch gemischt, dass man noch nachvollziehen kann, dass immer noch dieselben Stimmen da sind, aber nicht mehr nachvollziehen kann, von welcher Identität diese Stimmen stammen. Das ist also wirklich eine ganz untechnische rasche Erklärung, wie diese Verifizierbarkeit funktioniert. Mit dem lässt sich dann eben dieser ganze Prozess von der Stimmabgabe bis zur Entschlüsselung der Stimmen nachvollziehen. Weiterer Punkt, die Verteilung der Verantwortung. E-Voting-Systeme müssen verteilt sein auf verschieden ausgestaltete Computer, auch Teile, die nicht am Internet angeschlossen sind. Und es gibt auch mehr Augenkontrollen für alles, was kritisch ist. Man muss auch davon ausgehen, dass es beispielsweise interne Angreifer gibt. Der dritte Punkt, die Transparenz, habe ich bereits erwähnt. Die
Publikation des Quellcodes, eben des Systembauplan quasi, der muss veröffentlicht werden. Auch das eine wichtige Maßnahme und die unabhängige Überprüfung der Systeme und des Betriebs. Das wurde bisher anhand internationaler Standards überprüft. Und das wird natürlich jetzt auch überarbeitet. Der letzte Punkt, dieser Public Intrusion Test, vielleicht haben Sie gehört 2019 von diesem Test. Da ging es darum, dass Leute aus der ganzen Welt quasi das System angreifen können während einer bestimmten Zeit und dass man dann überprüft, ob das System eben diesen Angriffen standhalten kann. Grundsätzlich lassen sich zwei Schlussfolgerungen ziehen. Einerseits müssen die Anforderungen dynamisch sein, auch das Umfeld im Bereich der Technik entwickelt sich natürlich dynamisch. Man muss Risiken laufend beurteilen. Es ist auch klar, nicht jeder Stimmberechtigte muss selbst diesen Quellcode studieren, sondern alleine durch die Publikation des Quellcodes hat man die Möglichkeit, dass man sich eine unabhängige Meinung dazu einholen könnte. Wie sieht die bisherige Versuchsphase aus? Ich glaube, man darf schon fast nicht mehr von einem Projekt sprechen, das nämlich 2004 schon gestartet hat mit diesen Versuchen. Über 300 in 15 Kantonen, die eigentlich gut über die Bühne gegangen sind und die vor allem rechtsgültige elektronische Stimmabgabe ermöglicht haben. Eben Versuche tönt manchmal so etwas wie, als hätte man gar nicht gültig abstimmen können. Das ist nicht der Fall. Die letzten Versuche fanden 2019 statt, im Februar 2019 sogar noch mit zwei Systemen. Und das hatte zur Folge, dass im Februar 2019 eigentlich das bisher höchste zugelassene Elektorat für E-Voting eben offen war. Das sind 4,2% aller Stimmberechtigten in der Schweiz und 60% der Auslandschweizer Stimmberechtigten, die Möglichkeit hatten. Man hat drei Systeme, haben sich in dieser bisherigen Versuchsphase seit 2004 entwickelt. Die drei Systeme der drei Pionierkantone Genf, Zürich und Neuenburg. Zum Genfer System. Das Genfer System oder respektive der Kanton hat 2018 entschieden, sich als Systembetreiber zurückzuziehen. Der Kanton war nicht mehr bereit, diese finanzielle Belastung und die Verantwortung, die man hat als Systembetreiber, alleine zu tragen. Und daher hat man sich entschieden, das System zurückzuziehen. Das zweite System des Konsortiums, das wurde 2015 entschieden, dieses System zurückzuziehen, weil es die Sicherheitsanforderungen nicht erfüllte und man viel investieren hätte müssen, um das System wieder in Betrieb zu nehmen. Das System des Kantons Neuenburg, das er zusammen mit der Firma Seitl entwickelt hat, das wurde von der Post übernommen und das war nebst dem System des Kantons Genf eben eines der zwei Systeme, die zuletzt eingesetzt wurden. Ja, ich glaube, man kann sagen, das Jahr 2019 war kein gutes Jahr für die elektronische Stimmabgabe. Sie sehen, die Situation ist rot, das heißt, es gibt im Moment keine Versuche. Das lag eben unter anderem an den Entwicklungen, die ich soeben erwähnt habe und auch an den Entwicklungen zum Postsystem. Die Post hatte ihr System für die Nationalratswahlen 2019 vorbereitet, das neue vollständig verifizierbare System. Dann hat sie den Quellcode eben publiziert und man hat diesen Public Intrusion Test durchgeführt, der im Prinzip gut verlaufen ist, gab auch eine hohe internationale Beachtung dieses Tests, aber im offengelegten Quellcode wurden eben gravierende Mängel festgestellt,
die den Kern der Sicherheit betraf, nämlich diese Verifizierbarkeit. Und das hat dazu geführt, dass auch die Post eben dann letztlich ihr System zurückgezogen hat. Und das bedeutet eben im Moment gibt es gar kein System, mit dem man elektronisch abstimmen könnte, das die Sicherheitsanforderungen des Bundes erfüllt. Immerhin, was man mindestens festhalten kann, die Transparenzmaßnahmen, so wie sie eben im Bundesrecht vorgesehen waren, die waren erfolgreich. Sie haben nämlich eben zum erwünschten Vorgehen geführt, nicht zum erwünschten Resultat, das ist klar. Das war auch für die Bundeskanzlei ernüchternd, was hier das Resultat war, aber eben mindestens der Prozess, der hat so wie gewünscht funktioniert. Ja, wie sieht jetzt diese Situation aus im Moment? Ich habe versucht, das so in Form von diesem Wordcloud hier darzustellen. Ich glaube, wir stehen vor großen Herausforderungen, die ganze Projektsituation beeinflussen. Einerseits die politische Situation, die sensibel ist. Wir haben sowohl auf Ebene des Bundes wie auch der Kantone kritische Vorstöße, die das Projekt E-Voting begleiten. Es gab diese Volksinitiative, die ein fünfjähriges Moratorium gefordert hatte, die aber in der Zwischenzeit die Unterschriftensammlung abgebrochen wurde. Es gibt auch in den Medien eine kritische und eher negative Debatte. Und ich denke auch, die Abstimmung über die elektronische Identität, die hat auch gezeigt, dass die Skepsis in der Bevölkerung relativ groß ist. Also sicher, glaube ich, ist das die Diskussion emotional erfolgt. Es ist ein Thema, das alle betrifft, alle Stimmberechtigten. Es ist auch ein sehr technisches Thema und das führt natürlich auch nicht dazu, dass die Diskussion einfacher wird. Ich glaube, für das Vertrauen oder zur Thematik Vertrauen spielen diese Transparenzmaßnahmen eine entscheidende Rolle. Sie bringen aber auch eine neue Dimension mit dieser öffentlichen Diskussion, die mit den negativen Ergebnissen zum Postsystem eine breite Diskussion ausgelöst haben. Und ich glaube, insgesamt gibt es, aber das ist nicht nur in der Schweiz, diese Grundsatzdebatte über die Risiken der Digitalisierung. Das sind natürlich auch eben Diskussionen und ein Klima der Unsicherheit, das dann auch die Einführung der elektronischen Stimmabgabe betrifft. Und ich glaube, das wird auch eine der Hauptherausforderungen sein in den nächsten Jahren, sowohl für den Bund, aber letztlich auch für die Kantone, um hier das Vertrauen wieder zu gewinnen. Ich denke, die Krise, die Corona-Krise, die hat die Diskussion sicher etwas beeinflusst. Es gab Stimmen, die wieder lauter hörbar waren, dass man jetzt doch hier auch im Bereich der politischen Rechte vorwärts gehen soll. Und das ist klar, aber ich glaube eben die Bedenken, die sind ebenfalls vorhanden und müssen auch berücksichtigt werden, was das weitere Vorgehen anbelangt. Und ich glaube, das kann man wirklich gut zusammenfassen mit diesem Motto Sicherheit vor Tempo. Ich glaube, es ist wichtig, dass man hier eine verantwortungsvolle Vorgehensweise wählt, damit man eben Vertrauen wieder gewinnen kann. Die Bundeskanzlei hat den Bundesrat beantragt, aus diesen Gründen auf die Überführung in den ordentlichen Betrieb zu verzichten. Das war ursprünglich 2017 geplant worden. Und hätte eben vorgesehen, quasi aus E-Voting einen ordentlichen dritten Stimmkanal zu machen. Stattdessen hat der Bundesrat entschieden, soll quasi E-Voting weiterhin im Versuchsbetrieb bleiben und dieser Versuchsbetrieb soll neu ausgerichtet werden. Das heißt, keine forcierte Einführung, die Kantone bleiben im Lead und eben auch diese Sicherheitsbedenken müssen ernst genommen werden und diese Sicherheitsdiskussion muss nochmal geführt werden.
Man kann diese Neuausrichtung in vier Punkte zusammenfassen. Nur ganz kurz die Weiterentwicklung der Systeme. Eben da hat man festgestellt, es gab diese gravierenden Mängel und hier sind Maßnahmen nötig, um zu verhindern, dass wieder solche Mängel in Systemen existieren. Der zweite Punkt, die wirksame Kontrolle und Aufsicht. Auch hier hat man festgestellt, die Zertifizierung der Systeme hat nicht funktioniert. Man muss hier Fachexpertinnen und Fachexperten anders auswählen, damit man wirklich eben eine wirksame Kontrolle durchführen kann und man muss auch das Risikomanagement verbessern. Zum dritten Punkt, Transparenz und Vertrauen. Hier hat man festgestellt, dass Transparenz verbessert werden muss, dass auch der Zugang verbessert werden muss. Das waren Dinge, die kritisiert wurden bei der Lösung, wie sie die Post gewählt hat. Und eben, glaube ich, eine der Schlussfolgerungen war auch, dass diese Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeit sehr wertvoll ist und dass die verstärkt werden soll. Ebenfalls der vierte Punkt, der Einbezug der Wissenschaft. Hier soll der Einbezug unabhängiger Experten gefördert werden und auch dieser Dialog mit der Wissenschaft soll weitergeführt werden. Ich glaube, wir haben 2020 einen großen Aufwand betrieben. Wir haben einen sehr breit geführten Dialog durchgeführt mit der Wissenschaft. Wir haben eben diese Sicherheitsthematik wirklich nochmal breit ausgerollt und haben einen virtuellen Dialog geführt. Und letztlich auch in dieser Arbeitsgruppe zwischen Bund und Kantonen haben wir dann die Ergebnisse konsolidiert und in Form eines Schlussberichts publiziert. Das ist das, was Sie möglicherweise dann in der Kommunikation vom Dezember mitgekriegt haben. Der Bundesrat hat dann diese Ergebnisse zur Kenntnis genommen. Jetzt habe ich hier versucht, eine Darstellung zu machen, eben was ändert sich jetzt an diesen Sicherheitsanforderungen. Die roten Teile sind die, die jetzt neu hinzugekommen sind, im Vergleich zur Folie, die wir weiter vorne gesehen hatten. Die Systeme sollen nur noch vollständig verifizierbar sein können, also nur noch solche Systeme sollen eine Bewilligung erhalten. Die Sicherheitsanforderungen werden präziser. Das ist eben insbesondere, was die Qualität der Systeme und der Dokumentation etc. anbelangt. Es soll noch mehr Transparenz geben. Wir haben definiert, welche Informationen offenzulegen sind, unter anderem beispielsweise auch die Prüfberichte und auch die Modalitäten wurden jetzt im Bundesrecht überarbeitet, sodass hier keine Kritik mehr entstehen sollte. Grundsätzlich eben sollen unabhängige Experten einbezogen werden und der Bund soll neu die Verantwortung übernehmen für diese unabhängige Prüfung. Das heißt, Experten werden künftig direkt im Auftrag des Bundes die Systeme überprüfen. Und auch eben die Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeit soll ausgebaut werden. Hier soll es ein sogenanntes Bug Bounty Programm geben, das wirklich finanzielle Anreize setzt für Leute, die einen Beitrag leisten, einen Mangel entdecken. Die sollen künftig finanziell entschädigt werden. Also insgesamt ist die Idee, dass man wirklich so einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess etablieren möchte. Es ist klar, oder es gibt die hundertprozentige Sicherheit, die gibt es nicht. Eben, es muss eine kontinuierliche Entwicklung im Prinzip stattfinden, die sich eben auch am Umfeld orientiert. Und das Ganze soll eben in Zusammenarbeit mit der Wissenschaft erfolgen. Jetzt, was sind die Bedingungen für die Wiederaufnahme der Versuche? Das erste Schlagwort hier sind die Kosten oder die Finanzierung. Das ist klar, also diese Verbesserungsmaßnahmen, die wir jetzt ausgearbeitet haben, die müssen natürlich erstens umgesetzt werden und zweitens müssen sie eben finanziert werden. Das bedeutet, dass Bund und Kantone hier auch entsprechend Mittel investieren müssen, damit das gelingen kann. Die Rechtsgrundlagen müssen angepasst werden. Es muss
letztlich ein System geben, das dann alle diese Anforderungen erfüllt. Und das ist im Moment nur noch das System der Schweizerischen Post, das in diese Richtung weiterentwickelt wird. Das heißt, es kommt also jetzt auch auf die Post an, ob demnächst ein solches System zur Verfügung stehen wird. Und der letzte Punkt, es braucht dann einen Kanton, der ein Gesuch stellt, dass er eine Grundbewilligung erhalten möchte. Das zeigt eben, es braucht alle Akteure, die jetzt hier ihre Aufgaben erledigen müssen, damit das gelingt. Es braucht auch Zeit und ich glaube, die Messlatte ist doch noch einmal nach oben verschoben worden. Also die Hürde ist hoch, die das System überspringen muss, damit es dann letztlich in der unabhängigen Überprüfung auch ein gutes Zeugnis erhält und eine Grundbewegung erhält. Wie sehen die nächsten Schritte aus 2021? Es wird eine Vernehmlassung geben über die Revision der beiden Verordnungen, die die elektronische Stimmabgabe abbilden. Es wird die Offenlegungsschritte der Post geben, eben die Offenlegung des Quellcodes. Das ist etwas, das bereits begonnen hat und was jetzt weitergehen wird, bis dann effektiv dieses Bug-Bounty-Programm gestartet wird. Und es wird eine unabhängige Prüfung eben dann geben des Systems mit den neuen Anforderungen. Ich komme zum Schluss. Ich glaube, man kann sagen, dass es eben eine gemeinsame Strategie braucht von Bund und Kantonen, oder nur mit einer gemeinsamen Strategie kann man hier die Erfolge erzielen. Das ist quasi die Seite des Systems, das aufgebaut werden muss. Und auf der anderen Seite haben wir eben auch die Thematik des Vertrauens und der Kommunikation. Ich glaube, auch das gehört dazu. Man muss das auch vermitteln können letztlich, dass dieses Vertrauen eben gerechtfertigt ist, weil man sehr viel in die Sicherheit investiert hat. Und ich glaube, hier wird die Kommunikation auch entscheidend sein in den nächsten Monaten und auch in den nächsten Jahren, damit die Kantone dann letztlich die Versuche wieder aufnehmen können. Ja, ich glaube, ich bin am Schluss. Ich hoffe, dass ich Ihnen einen Überblick geben konnte und ich stehe sehr gerne natürlich für Fragen zur Verfügung. Bedanke mich noch einmal ganz herzlich für die Einladung und gebe das Wort gerne an Herrn Treppi zurück. Ja, hallo, ich gebe das Wort zu Herrn Malizia. Bitte. Sì, signor Treppi, buonasera. Salve. Il mio ritardo appunto per un problema di informatica, mi sono reso conto che il mio computer era molto troppo vecchio adesso, dunque bisogna che lo cambio. E, io non ho molto da aggiungere, grazie alla signora Ostetler anche per la presentazione che è stata molto molto completa, precisa e spero che adesso si capisce un po' di più di come vanno le cose, che non è una cosa così semplice. Però dalla parte della direzione consolare noi vogliamo solo dire che molto molto prima di tutto molto molto importante partecipare al voto dall'estero. Io l'ho visto personalmente, sono solo 2 settimane che sono di ritorno alla direzione consolare a Berna e prima ero all'estero come voi, dunque è chiaro che quando si è terminata la fase di voto elettronico è stata una grande disillusione anche per noi, perché una cosa molto molto era molto pratico. Adesso purtroppo bisogna tornare alla posta con tutti i problemi che ci sono con la posta, però la cosa più importante, qui la signora Ostetler è stata molto molto precisa, è il problema della sicurezza. Senza sicurezza non si può fare niente. Si è visto anche nei voti che sono successi per esempio in America, dove ci sono stati
dei dubbi sulla validità dei voti, eccetera. Dunque io penso che effettivamente prima che abbiamo una sicurezza che è al 100% non si potrà mai andare avanti con questo voto elettronico, purtroppo. E anche lì noi, il messaggio della direzione consolare che noi appoggiamo al massimo il voto elettronico, però per ora purtroppo non si può far nulla e non voglio ancora una volta tornare su quello che ha detto la signora Hostetler molto giustamente. Però l'importanza del voto c'è e si è visto anche ultimamente con le ultime votazioni che ci sono state, che finalmente su tutti i voti che ci sono stati la decisione è stata presa con pochissima margine, eh? Si parlava di 1.000-2.000 voti in favore o no. Dunque anche lì bisogna insistere sull'importanza del voto e ecco, dunque noi possiamo solo dire, anche se è più difficile di votare con la posta, però purtroppo adesso è così e bisogna utilizzare questo modo di esprimersi. Ecco un po' quello che volevo dire, che noi stiamo dietro, ci stiamo dietro, siamo i coinvolti, con, come l'ha detto la signora Hostetler, in tutte le fasi di sviluppo adesso con questo voto elettronico e facciamo al meglio il più presto possibile, però anche lì bisogna vedere anche i limiti del sistema svizzero, in cui c'è la confederazione da una parte, ci sono i cantoni dall'altra, e bisogna trovare un modo di armonizzare tutto ciò per poter finalmente avere un sistema che sia affidabile e per tutti. Ecco, un po' quello che volevo dire. Anche lì, se avete domande, prego, siamo pronti a rispondere. Grazie, signor. Grazie a voi. Io vi volevo fare un piccolo quesito e lo faccio in italiano, poi semmai lo traduciamo in tedesco, così lo interpretiamo tutti. Si è ipotizzato proprio come progetto, come gestione del progetto, di utilizzare il sistema per fare dei test e dei sondaggi, anche non ufficiali, cioè semplicemente per testare il sistema. Si è ipotizzata una soluzione di questo genere? Io qui non posso purtroppo rispondere, perché appunto la cosa è nelle mani della Cancelleria federale e dei cantoni. Adesso no, io non devo ammettere che non so a che punto stiamo nella fase. Come ha detto la signora Hostetler, bisogna prima di tutto rifare tutta la base legale di tutto ciò. Poi una volta partiti da lì, bisogna poi vedere e trovare una soluzione elettronica che sia affidabile abbastanza, prima di fare dei test. Spero aver capito bene la domanda. Hallo? Ja? Ja, Entschuldigung, ich kann gerne ergänzen, bin ich ganz sicher, ob ich die Frage korrekt verstanden habe. Aber ich glaube, vielleicht geht es in die Richtung, wann quasi könnte es wieder weitergehen oder wann könnten effektiv wieder Versuche mit der elektronischen Stimmabgabe erfolgen. Und ich glaube, eben das ist etwas, was wir zum heutigen Zeitpunkt noch nicht genau definieren können, weil eben, wie gesagt, verschiedene Dinge zuerst geschehen müssen, wie beispielsweise eben die Revision der Rechtsgrundlagen und dann auch die Überprüfung des Systems der schweizerischen
Post, bevor der, der Bundesrat über eine Grundbewilligung quasi befinden könnte. Und erst wenn er zum Schluss kommt, der Bundesrat, dass er eine Grundbewilligung erteilen möchte, erst dann könnten dann wieder effektiv Versuche durchgeführt werden. Also und eben mit Versuchen sprechen wir wirklich von rechtsgültig abgegebenen Stimmen an einem eidgenössischen Urnengang. Aber ich, okay. Ja, bitte. Vielleicht habe ich die Frage nicht ganz korrekt verstanden. Dann müssen Sie mir noch mal helfen. Die Frage war eben, ob wir eine, also die gleiche Teste können ungefähr brauchen für andere Systeme, wo nicht offiziell sind, nur für den Grund von dieser Zustellung eben. Mhm. Also ob man quasi testweise andere Systeme einsetzen könnte. Nein, ich sage, ob man dieses System mit Teste können einsetzen, aber wo nicht für die Wahlen sind, sondern etwas nicht Offizielles, so dass man die kann besser testen. Aha. Auf mehrere Seiten. Okay, ja, also ich glaube, eben Tests, das wird es natürlich im Rahmen eben dieser unabhängigen Überprüfung geben. Es wird auch Tests geben, die quasi also quasi Testabstimmungen, um den ganzen Prozess irgendwie zu erproben, das schon, aber ich glaube, es ist nicht vorgesehen, dass die Post jetzt ihr System für irgendwelche anderen Abstimmungen zur Verfügung stellt. Aber das könnte sie natürlich, also das würde der Bund nicht verbieten. Aber ich denke, der Aufwand ist doch relativ groß, um das System überhaupt jetzt auf diesen Stand zu bringen. Und das System ist auch sehr umfassend und es ist eben ausgelegt wirklich auf politische Wahlen und Abstimmungen und ich denke, das dürfte nicht so einfach sein, dann das für irgendetwas anderes zu verwenden. Aber das ist ja für die Post natürlich offen, ob sie das machen möchte oder nicht. Okay. Olivia voleva fare una domanda, credo, e non ho capito bene, se no ve la leggerei io, e non, forse è meglio se la fa direttamente lei riattivando l'audio. La domanda è su chat. Aspetta, ecco, ora mi sentite? Ho provato. Mi sentite? Sì, ok. E, ho capito dalle parole del signor Malizia che, ma magari non ho captato, che ci sono delle difficoltà nell'identificare e istituire un sistema che vada bene di voto, che vada bene sia per la Confederazione, sia per i cantoni e i comuni. Ho capito giusto o no? Allora mi chiedevo quali potevano essere queste difficoltà, cioè perché, ma sempre che ho capito bene le sue parole, perché la Confederazione non riesce a trovare, si d'accordo con i cantoni e i comuni per trovare un sistema di voto univoco, futuro. Io penso che prima di tutto è il problema della base legale, perché appunto adesso per ora la base legale non c'è. Una volta che ci sarà la base legale, si dovrà trovare un modo di definire il voto elettronico per tutti i cantoni con lo stesso sistema che sarà quello della posta. Era quello il discorso, cioè perché appunto poi in fin di conti sono i cantoni che organizzano il voto. Ok, abbiamo la nostra ambasciatrice che vuole fare una domanda. Grazie. Prego Rita.
Grazie infinite, buonasera a tutti. È stato molto interessante, sono stata estremamente contenta di poter essere con voi prima per rivederci, anche se solo in modo virtuale, ma poi anche perché per me era molto utile aggiornarmi appunto su questo tema del voto elettronico e ringrazio sentitamente anche la rappresentante della Cancelleria federale per la sua presenza. Vorrei rivolgere una domanda non legata al voto elettronico, ma al voto degli svizzeri dell'estero, al collega della direzione consolare. So che a seguito della pandemia e del fatto che tutto funziona un po' più lenta, in modo un po' più lentamente, anche le poste nel mondo intero, c'è stato anche un certo dibattito in Svizzera su eventuali possibilità di agevolare ulteriormente il voto degli svizzeri all'estero tenendo conto di questo fenomeno. Non so se lei sia in misura di condividere alcune info con noi in merito a questo. Certo, Rita, noi ci conosciamo da Parigi, se ti Ci diamo ricordi. anche del tu, scusa, It's been too long, scusami Michele. No, Piacere prego, ritrovarti. Tu eri a Marsiglia al tempo, no? esatto. Sì, grazie di ricordarmelo. No, senza problemi. Sì. La problematica, come ho detto prima, parlavamo del voto elettronico, ma parlando adesso del voto in generale. Come dici bene, è chiaro che allora, c'è stato un postulato del consigliere nazionale Silberschmidt, che è stato approvato dal Consiglio federale. E adesso stiamo mettendo su piedi un progetto pilota con diverse rappresentanze all'estero per vedere come possiamo migliorare. Non voglio andare nei dettagli perché è ancora una cosa, forse magari la signora Stetter potrà dirne di più, ma perché non so in che punto. Io sono 2 settimane che sono Sì, mi aperta. dispiace. No, prego. E dunque, niente, noi stiamo appunto mettendo su piedi un progetto pilota con 3 paesi nel mondo per vedere come possiamo agevolare la spedizione del materiale di voto. Dico bene la spedizione dalla parte della Svizzera, perché poi una volta che la busta è arrivata dalla persona, poi lì non possiamo purtroppo per ora ancora. Cioè sarà ancora normale come si faceva finora, dunque dalla persona al comune direttamente con la posta nazionale del paese. Stiamo vedendo e faremo adesso in giugno ci sarà il prossimo voto federale e vedremo il risultato di questa esperienza, vedere se tramite il corriere diplomatico si guadagna tempo. E se è più affidabile, cioè se la posta arriva o no, però comunque finalmente col corriere diplomatico la posta arriva comunque fino alla rappresentanza, poi dalla rappresentanza alle persone fisicamente bisognerà comunque utilizzare la posta nazionale. Ma comunque adesso vedremo dopo il risultato di tutto questo progetto se si guadagna o no, e se si può, poi non so, magari metterlo dappertutto così. Ma diciamo che per rispondere alla tua domanda, Rita, sì, come ho detto, è un tema che è molto, molto, molto importante per noi, molto importante per la gente all'estero, e cerchiamo di trovare soluzioni finché, perché io penso, ma questa è la mia opinione personale, finché arriviamo al voto elettronico, che per me sarà l'unica soluzione proprio che sarà proprio diciamo nel tempo con questi appunto questi problemi di posta, eccetera, nel tempo sarà la soluzione. Grazie infinite. Se tu l'avessi già spiegato mentre io cercavo di trovare l'info sul mio cellulare, chiedo scusa, ma è stato molto utile. Grazie. Se ha una domanda, basta che riattiva, signor Valerio, l'audio. Io?
Sì, ok, sì. Scusatemi, sono Valerio. È interessante vedere così persone importanti, peccato che sono poche che la seguono, perché l'e-voting per gli svizzeri all'estero è veramente importante. Io ero a Roma nel 2019, ed era un tema anche politico proprio che, di quel dibattito che è stato fatto il mese di maggio, esattamente 2 anni fa. Io mi ero impegnato a chiedere personalmente a Berna per valutare cos'era il problema, perché io avevo il figlio che era in Sudafrica e per 7 anni praticamente abitiamo a Biasca come domicilio primario di Biasca e quindi non ho mai potuto votare. E lui aveva scritto a suo tempo, nel 2015, all'ambasciatore che era in confidenza lì di Pretoria. Praticamente, ritornando da Roma, mi sono impegnato entro un mese di scrivere a Berna e di avere delle risposte. Purtroppo risposte precise non sono mai arrivate, perché giustamente si sta sempre guardando e adesso ho avuto ancora... Giustamente la conferma, lo scritto è bello, però personalmente reputo che per la Svizzera dal 2004 al 2019 che non si riesce a trovare ancora un sistema per permettere ai 250.000 circa di svizzeri all'estero che hanno diritto di voto di trovare una forma con la digitalizzazione e con politecnici che abbiamo in Svizzera, così importanti, cioè siamo al sesto, settimo posto, cioè mi sembra, cioè ho estrema difficoltà a crederlo. Scusate, se mi permetto, non voglio essere cattivo o invasivo, anzi, sono temi che mi interessano e che mi appassionano. In più potrei anche aggiungere che in un evento corso in Ticino c'era la signora Leuthard, e il sottoscritto si è permesso di fare la domanda diretta durante l'evento e poi ancora di persona, che è ancora più simpatica la cosa, e senza voler svelare un segreto, però praticamente mi ha detto siamo noi politici che non vogliamo, cioè di fatto, capisci? Giustamente la legge deve essere verificata, però imbrogli o certezza 100% non è solo col voto elettronico che non esiste. L'abbiamo anche da noi, l'abbiamo avuto anche da noi. Recentemente dei media, mi sembra che adesso non so in quale cantone, praticamente un consigliere o nazionale o cosa ha girato un centinaio di voti da un partito a un altro. Non voglio citare noi perché non me lo sono annotato, quindi l'ho in mente così. Quindi capite, se si riesce addirittura in una votazione interna, locale, in un cantone, a spostare 100 voti così, modificare il quinto cantone svizzero, praticamente per gli svizzeri all'estero, il quarto, quinto cantone svizzero, non so che grossissima differenza eventualmente possa provare o portare a livello della votazione. Non penso che si possa decidere di stravolgere una votazione, considerato proprio l'enormità dei paesi, mi sembra, adesso vado a memoria, 240 paesi che sono coinvolti. Ecco, scusatemi, un discorso, potrei anche citare, no, questo non è corretto, le persone che mi hanno anche risposto da Berna, perché io l'ho mandato ovviamente al consigliere federale Cassi ticinese e poi giustamente è stato il dipartimento l'ha dirottato alle varie persone, quindi sono state correttissime, però alla fine nel 2020 che ho risollecitato per vedere un po' di se ci sono dei cambiamenti, le cose sono rimaste ancora parcheggiate. Grazie, scusatemi. Io no, io non posso intervenire su un particolare, su una cosa che è successo, no? L'unica cosa è che ed è vero che ancora una volta la sicurezza è la cosa più importante. E, io ritengo solo che poi, come l'ha detto anche la signora Stettler, è una questione di soldi finalmente. Perché appunto il canton di Ginevra si è tirato indietro perché non voleva essere
lui a pagare tutte le spese. Ancora una volta, il problema di base è che la Svizzera è un paese, una confederazione, e finora non siamo stati capaci. Io non posso tornare indietro nella storia, non so quello che è successo, no. E perché adesso nel 2021 non siamo ancora capaci di avere un sistema unificato per tutti i cantoni. Però ecco, forse la signora Ostetzer magari saprà più di me in questo ambito. No, io non voglio creare difficoltà e ci mancherebbe, capisci? Io parlo proprio molto, molto correttissimamente, onestamente. Io non metto in discussione assolutamente nulla. La sicurezza, quello è la prima cosa, però mi chiedo in Svizzera si parla di digitalizzazione spinta al massimo su temi di estrema segretezza. Non dico che la votazione non è importante, però la votazione penso che sia più importante avere la votazione di tutti gli svizzeri all'estero, e poi dopo se eventualmente una qualche truffa, ma non penso che parliamo di truffo, perché alla fine sono una qualche manipolazione, ma ci sono sempre state. E quello che ho citato prima, quei 100 voti che in un cantone sono stati spostati, mi sembra che sia estremamente grave, perché quella è proprio una manipolazione. L'elettronica vuol dire che magari un qualche microchip, un chip o qualche codice particolare, però cioè, ogni banca ha tutti i pagamenti che vengono fatti elettronicamente. Quindi cioè, non ho difficoltà nel credere in quello, però giustamente c'è la legge, e questo è chiarissimo, che deve essere fatta, e quello è la prima cosa, però dopo non vedo la grossissima difficoltà e trovo che è un peccato che tutti gli svizzeri all'estero non possano esprimersi, è questo. Perché purtroppo la posta, non voglio cercare il Sudafrica che è talmente lontano e quindi è normale, però dico, riceveva la posta 15 giorni dopo che era già finita la votazione. Ecco, e lui si era già indirizzato a suo tempo, 2015, con l'ambasciatore svizzero di Pretoria, quindi non è che... Appunto, ed è per quello che stiamo adesso facendo questo progetto pilota, per vedere se noi possiamo aiutare e facilitare la spedizione delle buste. Chiaro, chiaro, chiarissimo. Adesso lei parla... ...ed è uno. Farlo elettronicamente, cioè invece di spedire le buste, mettere proprio tutto elettronicamente. Sì, no, ma ho capito bene. Ma lei adesso parla di 26 cantoni con 26 sistemi differenti, ed è lì il problema. Noi lo vediamo adesso anche con, per esempio, la gente che va e viene di Svizzera. Abbiamo iniziato un progetto già da anni e per ora siamo solo a due o tre cantoni che possiamo metterlo a usarlo. Ed è qualcosa che prende molto, molto tempo. Per trovare un'unificazione di sistemi, è quello che volevo dire. Però adesso dopo basta, cioè non voglio, ci mancherebbe. È chiaro, è il nostro giusto federalismo, questo è chiarissimo. Esatto. Capisci? Mi permetto di intromettermi e di dire che comunque l'argomento è stato già abbastanza trattato, cioè un problema di sicurezza che pian piano andrà gestito e che quindi allo stato attuale è inutile continuare a fare esempi su esempi. Purtroppo, occupandomi di digitale e comunque di tecnologia e di comunicazione, posso assicurare che gestire più sistemi diversi non è la stessa cosa che gestire un unico sistema per una banca. Quindi sicuramente la complessità è maggiore, perché comunque c'è l'indipendenza dei cantoni. Io dal punto di vista politico non voglio intromettermi, però dal punto di vista tecnico vi dico che è questo. Quindi non si possono paragonare le due cose, e assolutamente è un problema che appunto considero che sia per la sicurezza che per la difficoltà va affrontato bene prima di potersi mettere a sperimentare nuovamente, perché può essere più pericoloso attivarlo che non attivarlo e lasciare il sistema precedente. Quindi direi che l'argomento è stato abbastanza, insomma, eviscerato. Se qualcuno ha altre domande? No, ma poi più che altro è una questione, ancora una volta, anche una questione, come l'ha detto la signora Ostetto, una questione di finanze. Ci sono dei cantoni che magari mettono a priorità sul voto elettronico e ci mettono i mezzi che poi ci arriveranno. Ci sono altri cantoni che non hanno la priorità.
Lì è, anche lì è tutto un problema. Posso ancora una domanda? Prego, Olivia. Avevo letto, non sono sicura se era su Gazzetta Svizzera, comunque mi era capitato di leggere che c'erano stati diversi problemi con la spedizione per via della preaffrancatura. Insomma, ci arrivano le buste, c'è scritto non affrancare, preaffrancato, uno a fiducia mette la busta nella posta e spera. E però sì, da parte della Svizzera c'è questo credo, però poi molti paesi, magari il paese di partenza della busta, non te lo riconoscono, col rischio che la busta poi si perdesse, che o arrivasse dopo o non arrivasse mai. Preaffrancamento viene fatto per assicurare a tutti, abbienti e non abbienti, di poter votare in maniera democratica, o c'è qualche altra motivazione? Perché anche questo, siamo da capo, sicurezza, insomma, sicurezza e diritto al voto. No, più che altro, ancora una volta, ogni cantone fa la sua cucina. Io per esempio voto nel canton Vaud, però devo mettere il francobollo sulla busta. Dunque, io adesso lei non so dove vota, ma... Dunque, si vede che già lì c'è un problema. Poi, come lei ha detto benissimo, poi bisogna, non lo so, se le poste italiane riconoscono il preaffrancamento svizzero o no, o la posta del Burundi o la posta del Brasile, se lo riconosce o no. Lì non posso rispondere. Ma anche una volta ho chiamato, mi è stato confermato che era arrivata, però poi mi sono sempre posta il dubbio, e la prossima? E allora a volte lo metto e a volte me lo scorso. Sì. Poi magari lasciamo perdere, ci si mette €1,50 di francobollo, e ecco, così almeno siamo sicuri. Grazie mille. Poi sono 4 volte all'anno. Bene, io penso che abbiamo sviscerato il problema, che dovesse essere solo un aggiornamento tecnico e informativo su quello che è stato il tutto. Noi qui, e anch'io in Argovia, e affranco sempre le buste, e non sapevo che ci fossero delle buste preaffrancate, perché che è una cosa che mi sembra molto molto strana. Però in effetti si apprendono sempre cose nuove. Allora, ringrazio i relatori intervenuti. Fabio, scusami, Sara aveva un'altra domanda, se si può ancora rubare un attimo di tempo e per fargliela porre, magari. Sara, vai. Scusatemi, una semplice domanda al signor Milizia. Avete una ipotesi di progetto di legge federale? Adesso, al di là di quello che lei ha detto delle risorse finanziarie da investire del progetto pilota, è stato già visto giuridicamente un quadro di riferimento generale da intanto presentare al governo? Grazie. Lì purtroppo penso che sarà il signor Stetzer che potrà rispondere meglio di me. Da quello che so, appunto, la competenza è nei cantoni, dunque bisognerebbe, se capisco bene la sua domanda, bisognerebbe togliere questa competenza dei cantoni e metterla alla Confederazione. Ho capito bene? Esatto, è quello che volevo riferire. Signor Stettler? Ja, also die Frage ist eben wann wird die Vernehmlassung durchgeführt oder wann sind die rechtlichen Grundlagen überarbeitet? Habe ich das richtig verstanden? Wie erfolgt die Finanzierung? Die Frage war eigentlich, die Kompetenz nicht mehr bei den Kantonen zu haben, sondern beim Bund. Und das ist nicht schlussendlich eine Frage, die jeden Kanton ist, sondern vom Bund. Okay. Ja, insgesamt. Ja, das ist es eben nicht. Das ist eben letztlich, das ist das, was ich versucht habe aufzuzeigen. Oder wir müssen alle Ebenen in diesem Projekt berücksichtigen. Und die Organisation für die elektronische Stimmabgabe, die erfolgt gleich wie die Organisation für die anderen Stimmkanäle. Also es muss auch alles aus einer
Hand kommen. Und das sind eben die Kantone, die für die Durchführung auch der eidgenössischen Urnengänge zuständig sind. Also der Bund selber führt keine Abstimmung durch, auch nicht, wenn es um eidgenössische Abstimmungsfragen geht. Das ist immer der Kanton. Und von daher ist auch eben die Einführung des E-Votings abhängig davon, ob der Kanton dieses Angebot machen möchte, seinen Stimmberechtigten. Eben wie gesagt, das kostet Geld, also es braucht ein Budget, das vom kantonalen Parlament genehmigt wird, um dieses Projekt einzuführen. Und es braucht ein System, das die Anforderungen erfüllt. Und der Kanton ist frei zu wählen, welches System er einsetzen möchte. Und er muss mit diesem System dann eine Grundbewilligung des Bundes haben, damit er in seinem Gebiet diese Versuche durchführen kann. Das ist die Grundstruktur und die ist eben gegeben aufgrund des Aufbaus der politischen Rechte in der Schweiz. Und ich denke, es ist eben auch wichtig, hier zu sehen für die Kantone, dass die Kantone ein Interesse daran haben, die elektronische Stimmabgabe, die sehr aufwendig ist, weil sie eben hohe Sicherheitsanforderungen erfüllen muss, dass die Kantone das mindestens mittelfristig nicht nur zum Beispiel den Auslandschweizer Stimmberechtigten zur Verfügung stellen möchte, sondern auch das etwas breiter verteilen möchte, auch inländische Stimmberechtigte dann zulassen möchte. Das würde den Kantonen auch ermöglichen, diese Kosten auf etwas mehr Leute letztlich zu verteilen, oder? Und dann auch dementsprechend diese Kosten besser rechtfertigen zu können. Also das ist die Grundausgangslage und die ist so im Gesetz und in den Verordnungen vorgesehen. Wenn man an dieser Grundausgangslage etwas ändern müsste, dann müsste es mindestens eine Revision der gesetzlichen Grundlagen geben. Aber das ist im Moment nicht geplant. Oder was jetzt geplant ist, ist, dass dieser Versuchsbetrieb, wie er bisher abgelaufen ist und auch die Strukturen, wie sie bisher waren, dass das überarbeitet wird und dann in diesem Konstrukt die Versuche wieder aufgenommen werden. Ich hoffe, dass ich das etwas klären konnte. Ja, ja. Ist in Ordnung. Allora, e ci sono altre domande o possiamo avviarci alla chiusura? Non vedo nulla e sulla chat, quindi ringrazio i relatori intervenuti, Miriam Hochschettel e Michele Malizia, oltre alla nostra console e Marinella Benghetti per l'ampia informazione formulata. E questo era il nostro scopo, informarci e sapere tecnicamente come andiamo avanti. E vi ricordo che i nostri incontri sono nel solco di altri, svoltisi nel recente passato, sia con la partecipazione di esponenti istituzionali e politici svizzeri di alto livello, sia con la partecipazione di prestigiosi interlocutori italiani. Anche attraverso queste occasioni, la Comunità Svizzera di Roma dà il suo contributo e promuove l'immagine della Confederazione e vuole seguire il programma legato alla strategia di comunicazione approvato dal Consiglio federale che contribuisce a tutelare gli interessi della Svizzera all'estero attraverso strumenti di relazione pubblica. La Comunità di Svizzera di Roma è quindi interessata a mantenere saldi e proficui i rapporti con i soggetti istituzionali in patria. In questo vasto programma vi diamo appuntamento al prossimo mese di maggio per un nuovo interessante incontro. Tratteremo l'assicurazione di vecchiaia e superstiti, AVS o AHV. Anche qui avremo un massimo esperto e valido interlocutore, Roberto Engler, che gentilmente ha accettato il nostro invito. Auguro a tutti una buona serata e grazie ancora e saluti. Arrivederci. Grazie. Buona serata. Grazie mille. Grazie a lei. Grazie a tutti.